Der Automobilzulieferer Sensopart präsentiert auf einer Fachmesse in Nürnberg einen neuen Sensor für die Autoproduktion. Dafür muss man sich auch als Geschäftsführer schon mal in ein Rennfahrerkostüm werfen. Denn neue Kunden zu gewinnen, das merken Sie hier auch, ist lange nicht mehr so einfach wie früher. Wir sind kleiner Mittelstand. Wir leben von den Großen, von den BMWs, Mercedes, Volkswagen der Welt. Und da macht man sich natürlich Sorgen, wenn man die Nachrichten so liest und hört. Und dann jetzt noch obendrauf die Wahl in Amerika, wo wir als Deutsche ja auch nicht wissen, was wird der liebe Donald Trump mit uns so alles machen. Also das macht einem schon Sorgen. Sensopart produziert in Gottenheim bei Freiburg für die Autofabriken der Welt. Drohende Strafzölle verunsichern aktuell die ganze Branche. Einige der großen Kunden seien schon jetzt zurückhaltender bei Investitionen. Experten sagen, die Konjunkturflaute werde zu einer Mehrfachkrise, vor allem für die Zulieferer. Für die Automobilzulieferer, insbesondere in Deutschland, ist die Problemlage noch stärker. Die Transformation der Elektromobilität trifft die Automobilzulieferer im Moment sehr stark. Viele sind an den Standort Deutschland gebunden. Unsicherheit auch rund um Export in die USA betrifft diese Zulieferer in doppelter Weise. Der Freiburger Sensorenhersteller wünscht sich jetzt schnell eine neue Regierung in Berlin, um deutsche Interessen gegenüber den USA durchsetzen zu können, aber auch, um dringend benötigte Reformen anzugehen. Alles automatisch. Eine Messe für Smart Production Solutions, kurz SPS, findet seit heute wieder in Nürnberg statt. Es ist mittlerweile die 33. internationale Fachmesse der Automatisierungsbranche, bei der 1200 Aussteller aus aller Welt vertreten sind. Sie zeigen innovative Produkte und Trends in der Automatisierung, von Robotern über moderne Sensoren bis hin zu Hochleistungsmotoren. Außerdem werden Gesprächsrunden, Vorträge und Präsentationen angeboten. Die Messe geht noch bis Donnerstag.